LVL, Freunde. Ich denke an euch. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns beiden. Vielen Brüdern. Freunde, heute hat unsere Mama Geburtstag und deswegen haben wir uns gedacht, wir nehmen ein Video für euch auf. Wir nehmen ein Video für euch auf, indem wir einfach den ganzen Tag euch zeigen, was wir heute essen, was wir am Geburtstag machen, wie so ein Geburtstag in der Großfamilie aussieht. Gleich jetzt noch trainieren. Genau, diese Videos kommen immer gut an bei euch. Und deswegen haben wir uns gedacht, warum nicht wieder mal einen Geburtstagsvlog filmen, wo wir viel essen, geil essen und wir starten noch mit dir. Wir starten hier, wir waren gerade beim Bäcker, Freunde. Hier erstmal schön Kartoffelbrötchen. Dann kommen hier gleich noch ein paar süße Sachen, Cappuccino dazu. Und ja, Freunde, ich würde sagen, so kann der Tag beginnen. Oder das Frühstück. Kann man schon so machen. Let's go. So, Freunde, sehr, sehr easy Frühstück. Wir haben hier einmal Schinken mit einem Kartoffelbrötchen. Arthur dasselbe, nur mit Cheddar noch oben drauf. Und, Freunde, das ist nur unser ganz, ganz kleines Frühstück, weil es gleich für uns ins Training geht. Aber wir werden heute noch richtig, richtig fett essen und Kartoffelbrötchen. Mach dich, ne? Mach dich auch was gefasst, Kollege. Kartoffelbrötchen sind unnormal Nachtisch. Willi denkt, es gibt nur Kartoffelbrötchen. Was ist das für ein kleines Fisch? Boah, Vanilleplunder. Boah, Junge. Und ein Apfelberliner. So, teste den. Apfelberliner, noch nie gegessen. Saskia gesagt, schmeckt. Stöße den. Leicht trocken. Aber nicht mal reinbeißen. Boah. Boah. Das so, ich finde das gut weihnachtlich, weil es so ein bisschen zimtig ist. Und? Freunde. Geil. Überragend. So, Freunde, das Training ist durch, Training war wieder überragend und wir haben im letzten Video gefragt, ob ihr ein Unboxing sehen wollt und einige haben geschrieben, ja, sehr deswegen gerne. Deswegen machen wir das jetzt mal eben kurz nach der Gym-Session, das passt auch, denn da sind einige Snacks, die man richtig geil nach dem Training verzehren kann. Oder auch zwischendurch, oder auch morgens, oder auch abends, oder auch immer. In diesem Karton sind auf jeden Fall einige unserer Lieblingssnacks. Wir fangen mal an mit den Whips. Was? Das sind einfach so luftige Schokoriegel. Ich liebe sie. Mein Favorit ist hier Chocolate Fudge. Die schmecken einfach, vor allem wenn man Tee oder so dazu hat, die zergehen auf der Zunge, schmecken ultra geil, haben geile Werte. Aktuell meine Lieblingsbars, muss ich ganz klar sagen, sind die Layered Bars und zwar im Peanut Butter Geschmack. Ich zeig euch mal, wie das Ganze aussieht. Auf einige sind 20 Gramm Eiweiß und... Freunde, jetzt zieh ich das mal rein. Ich strecke mir jetzt direkt nach dem Training an, weil ich hab Hunger und hab Bock. Ja, Mann. Die Dinger sind sehr wild. Dann geht's weiter mit den Brownies. Die Dinger sind extrem süß, schmecken auch ultra, ultra geil. Also für die Leute, die es süß lieben, holt euch auf jeden Fall diese Brownies, Freunde. Die gehen komplett heftig ab. Das ist Arthurs Lieblingsgeschmack. Genau, hier das Gleiche. Wie bei Willi, ich zeige euch mal bei mir, wie es aussieht. Hier ist auch jetzt ein Chocolate Sundae. Das sind so Karamellstückchen oben drauf. Einfach smooth. Und für die veganen Leute oder auch nicht veganen Leute, wir sind ja auch nicht vegan, aber wir lieben diese Softbake Cookies. Die sind einfach wie bei Subway, einfach ultra, ultra weich. Und so, dann geht's hier weiter. Und zwar haben wir hier keine Snacks mehr, sondern die Essentials, und zwar einiges an Vitaminen. Genau, unter anderem Vitamin D3, sehr, sehr wichtig allgemein das ganze Jahr, aber vor allem im Winter, weil die Sonne einfach nicht mehr so am Start ist. In Deutschland ist sowieso zu wenig Sonne, deswegen würde ich jedem empfehlen, Vitamin D3 zu supplementieren. Genau, und zu einem Vitamin D3 nicht vergessen, Vitamin K zu supplementieren. Davon würden wir euch 200 Nanogramm empfehlen zu dem Vitamin D3, aber wenn ihr mehr zu unseren Vitaminen haben wollt, beziehungsweise wissen wollt, könnt ihr sehr gerne in die Kommentare schreiben, weil das ist ein bisschen umfänglicher. Genau. Dann haben wir hier noch ein Whey im Geschmack. Ah, Rocky Roll. Noch nicht probiert, aber wir werden berichten. Und Freunde, macht euch gefasst, denn die Black Week steht bevor und ab morgen gibt es erstmal fette 42% Rabatt auf alles. Und ihr könnt mit unserem Code ENGELS 42% sparen. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, müsst ihr einfach den Link unter diesem Video anklicken. Und ich würde sagen, ab zu Mama. Ja, go, gute Zeit.
Hallo Mama! Da ist das Geburtstagskind, Mama. Hi. Ist heute 24 geworden, wir haben ja auch Ballons mitgebracht. Ja. Zum 24. Hier, da sind die Ballons. Und jetzt gibt's den legendären Kuchen, Mama. Alle Leute sagen jedes Mal, wenn sie diesen Kuchen oder Torte ist. Torte, Digga. Immer wenn die das hier sehen, wollen sie ein Rezept davon. Ja, verständlich, ja. Ne? Wollen wir mal ein Video machen, um ein Rezept dazu zu zeigen? Können wir machen. Ja? Also wenn aber ihr das nicht, wollt, also einfach mal ein Video mit Mama, ne? Ja, einfach ein Video mit Mama. In dem Video gibt es dann auch das Rezept. Ja, also wenn ihr das sehen wollt, Hashtag Mama und gratuliert hier sehr gerne. Ich glaube, es wird sich freuen. Ja. Aber jetzt wird es Zeit. Zu müssen. Ja. So, Freunde, erstmal Kuchen und Torte und danach gibt's noch was, Mama? Sehen wir dann. Nachdem, was gibt's danach, Mama? Geheimnis. Oh oh. Ja. Ah, Freunde, jedes Mal ein Traum. Wir haben hier noch so eine Soße drauf gemacht, das Geschenk mit, was noch dabei, Mama? Schmand oder saure Sahne. Okay, Freunde, ist einfach ein Traum. Ich freue mich jetzt schon. Ist einfach komplett smooth. Guckt es euch an. Los! Zu krank, Freunde. Aber ich würde sagen, man sieht sich bei der nächsten Mahlzeit. Okay, Papa. Papa geht erstmal vorbei. Es ist 8:30 und wir grillen, nachdem wir Torte gegessen haben. Das gibt es eigentlich auch nicht so oft, aber dass wir später grillen, ist schon, gibt's schon öfter, ne? Eigentlich immer. Eigentlich immer. Auf jeden Fall, ja, ganz auf easy. Wir haben hier erstmal Fleisch und wir haben hier noch Pirashki. Sind das Pirashki, Mama? Ja. Ja, ne? Pirashki, also Teig mit, gefüllt mit Kartoffel und Fleisch. Ohne Witz, Freunde, das schmeckt so geil. Und dieses Mama macht das eigentlich immer sonst in der Pfanne. Diesmal ist das gebacken, ne? Also es ist quasi, sonst hat man so eine fettige Hand, was nicht schlimm ist, was überragend schmeckt. Aber diesmal ist ein bisschen anders, schmeckt auch geil. Und wie gesagt, wenn ihr ein Video mit Mama sehen wollt, ich glaube, wir würden dann wieder so viele geile Sachen machen. Dann schreibt sehr gerne in die Kommentare, Hashtag Mama. Und ich würde sagen, snack it in. Auch voll dunkel. So, Freunde, das soll es auch mit dem Video gewesen sein. Es sind schon einige Tage vergangen nach dem Geburtstag. Das Video ist nicht so lang geworden wie sonst immer. Genau, wir wollten nicht auf Kampf filmen. Wir hatten einfach drauf gehalten, wo es geil war. Und ja, Freunde, das ist entstanden. Hoffen trotzdem, dass es euch gefallen hat. Und genau. Ja, hier draußen ist gerade extrem kalt. Ich friere mir echt den Arsch ab. Nicht, Junge. Aber nicht schlimm. Nicht schlimm. Und wir wollten euch nochmal darauf aufmerksam machen, dass es wirklich die nächsten Tage sich lohnt, auf unserem Instagram vorbeizuschauen, weil wir sehr, sehr viele, sehr, sehr geile, sehr, sehr kranke Angebote raushauen werden, vor allem bei MyProtein. Und um das nicht zu verpassen, checkt uns sehr gerne auf Instagram ab und haltet die Augen offen, wenn ihr sowieso Subs gerade braucht, dann... Die Augen und die Ohren, Freunde. Die Augen und die Ohren und die Nase. Die Nase, ja, außer jetzt in Gegenwart von euch, läuft Willi rum, weil der stinkt. Auf jeden Fall hoffen wir euch, hat das Video gefallen. Willst du mal einen Daumen nach oben, Freund? Über ein Like. Über einen Kommentar. Über einen Comment. Und über ein Abo, ich würde sagen. Doppelt hält besser. Ja. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Von uns beiden. Der Herr Gartbrüder. Ciao. Digga, meinst du, wir haben jetzt 10 Minuten voll bekommen? Nein, Mann. Aber ich glaube, man kann ab 8 Minuten die Werbung schalten. Oh, Glück gehabt.